Hallo, in diesem Video sehen wir uns die Arbeit und das Büro genauer an und dazu die passenden Fragen: Woher, wo und wohin? Unten findet ihr die Lösungsmöglichkeiten. Fangen wir an. Woher kommt er? Er kommt von der Arbeit im Büro. Wo ist er? Er ist bei oder in der Arbeit im Büro. Wohin geht er? Er geht zur Arbeit ins Büro. Und noch einmal. Woher kommt er? Er kommt von der Arbeit im Büro. Wo ist er? Er ist bei oder in der Arbeit im Büro. Wohin geht er? Er geht zur Arbeit ins Büro. Im Satz 1 sagen wir von woher, von steht mit Dativ. Im Satz 2 bei oder in, auch hier wieder Dativ. Und in Satz 3 zur Arbeit. Zu steht immer mit Dativ. Sehen wir uns den hinteren Teil genauer an. Im Satz 1 und 2 sagen wir im Büro, wo, und im Satz 3 ins Büro, wohin. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Und jetzt die Wiederholung zum Selbstüben. Ciao! Hallo, in diesem Video sehen wir die Fragen woher, wo und wohin und die Antwort Straße und dazu einige passende Präpositionen. Unten findet ihr die Lösungen. Fangen wir an. Woher kommt er? Er kommt von sich auf die Straße. Das heißt von sich zu Hause. Wo ist er? Er ist unten auf der Straße. Wo? Dativ auf der Straße. Wohin geht er? Er geht nach unten auf die Straße. Nach unten und dann wohin auf die Straße? Akkusativ. Im ersten und im dritten Satz steht der Akkusativ. Das ist eine Bewegung. Im zweiten Satz der Dativ. Das ist ein Ort ohne Bewegung. Und jetzt noch einmal. Woher kommt er? Er kommt von sich auf die Straße. Das heißt von sich zu Hause. Wo ist er? Er ist unten auf der Straße. Wo? Dativ auf der Straße. Wohin geht er? Er geht nach unten auf die Straße, nach unten und dann wohin auf die Straße, Akkusativ. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Und jetzt noch einmal die Wiederholung zum Selbstüben. Ciao!
Hallo, in diesem Video sind wir im Park und wir stellen uns die Fragen, wohin, wo und woher. Links die Sätze und rechts die Antworten. Fangen wir an. Woher kommst du? Ich komme vom oder aus dem Park. Wo bist du? Ich bin im Park. Wohin gehst du? Ich gehe zum oder in den Park. Ich spiele im Park Fußball. Wir merken uns, bei der Wechselpräposition in steht Dativ bei wo und Akkusativ bei wohin. Und jetzt die Wiederholung. Woher kommst du? Ich komme vom oder aus dem Park. Wo bist du? Ich bin im Park. Wohin gehst du? Ich gehe zum oder in den Park. Ich spiele im Park Fußball. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao und jetzt die Wiederholung zum Selbstüben. Hallo, in diesem Video sind wir im Haus. Links findet ihr die Sätze und rechts die Antworten. Setzen wir ein. Woher kommst du? Ich komme aus dem Haus. Wo bist du? Ich bin im Haus. Dativ. Wohin gehst du? Ich gehe zum Haus, Dativ, oder ins Haus, Akkusativ. Ich schlafe im Haus. Und jetzt die Wiederholung. Woher kommst du? Ich komme aus dem Haus. Wo bist du? Ich bin im Haus, Dativ. Wohin gehst du? Ich gehe zum Haus, Dativ, oder ins Haus, Akkusativ. Ich schlafe im Haus. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Und es wäre schön, wenn ihr Mitglied auf dem Kanal würdet. Bis dann, ciao! Und jetzt die Wiederholung zum Selbstüben.
Hallo, in diesem Video sehen wir uns die Arbeit und das Büro genauer an und dazu die passenden Fragen: Woher, wo und wohin? Unten findet ihr die Lösungsmöglichkeiten. Fangen wir an. Woher kommt er? Er kommt von der Arbeit im Büro. Wo ist er? Er ist bei oder in der Arbeit im Büro. Wohin geht er? Er geht zur Arbeit ins Büro. Und noch einmal, woher kommt er? Er kommt von der Arbeit im Büro. Wo ist er? Er ist bei oder in der Arbeit im Büro. Wohin geht er? Er geht zur Arbeit ins Büro. Im Satz 1 sagen wir von woher, von steht mit Dativ. Im Satz 2 bei oder in, auch hier wieder Dativ. Und in Satz 3 zur Arbeit. Zu steht immer mit Dativ. Sehen wir uns den hinteren Teil genauer an. Im Satz 1 und 2 sagen wir im Büro, wo, und im Satz 3 ins Büro, wohin. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Und jetzt die Wiederholung zum Selbstüben. Ciao! Hallo, in diesem Video sehen wir die Fragen woher, wo und wohin und die Antwort Straße und dazu einige passende Präpositionen. Unten findet ihr die Lösungen. Fangen wir an. Woher kommt er? Er kommt von sich auf die Straße. Das heißt von sich zu Hause. Wo ist er? Er ist unten auf der Straße. Wo? Dativ auf der Straße. Wohin geht er? Er geht nach unten auf die Straße. Nach unten und dann wohin auf die Straße? Akkusativ. Im ersten und im dritten Satz steht der Akkusativ. Das ist eine Bewegung. Im zweiten Satz der Dativ. Das ist ein Ort ohne Bewegung. Und jetzt noch einmal. Woher kommt er? Er kommt von sich auf die Straße. Das heißt von sich zu Hause. Wo ist er? Er ist unten auf der Straße. Wo? Dativ auf der Straße. Wohin geht er? Er geht nach unten. Auf die Straße, nach unten und dann wohin auf die Straße, Akkusativ. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Und jetzt noch einmal die Wiederholung zum Selbstüben. Ciao!